Hallo? Ja, hallo Daniel, Philipp hier. Und wie geht's dir? Wie schaut's mit dem Video aus? Hast du schon Fortschritte gemacht? Ah, gut, dass du anrufst. Ich bin gerade die letzten Vorfächer am Binden und das Wetter spielt auch mit, deswegen starte ich auch gleich auf jeden Fall die erste Session. Oh, coole Sache, Daniel. Dann wünsche ich dir einfach mal weiterhin noch viel Erfolg. Und mit Jens hier hast du echt einen super Partner an deiner Seite für den Film. Echt klasse. Ja, da hast du wohl recht. Bis später dann, Philipp. Okay, alles klar, wir hören uns. Bis dann, ciao. Hallo Leute, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem großen Karpfenvideo-Projekt hier auf meinem Kanal. Und ja, wir haben jetzt hier soweit alles aufgebaut, die Routen sind schon ausgelegt. Es ist jetzt gerade früh morgens, circa 5, 6 Uhr. Und ja, wir wollen mal schauen, was der Tag so verspricht, beziehungsweise die Tage, denn wir bleiben auch über Nacht hier. Fischen tun wir mit Tigernüssen und den Jensi Sugar Nugget Erdbeer. Das sind die Boilies von Jensi, die wir heute benutzen werden. Und da schauen wir mal, was so geht. Leute, Karpfen Nummer 1 ist gefangen, ein schöner kleiner Spiegler, sauber, so kann es weitergehen.
einmal schön am Maulwinkel gehackt. Optimal. So, mal gucken, ob wir den Haken noch wieder rauskriegen. Ja, Leute, Karpfen Nummer 2 hat jetzt gebissen. Wunderschöner Spiegler. Hat diesmal auf den Boilie gebissen, auf die Erdbeerboilies von Jensi. Und ja, ist ein bisschen größer als der letzte. Und ein hammergeiler Drill, kann ich euch sagen. Ups. Und der will jetzt auch wieder zurück. Dann setzen wir den mal wieder schnell zurück. Geil, Leute, weiter geht's. So, Leute, wir haben jetzt den ersten Biss mitten in der Nacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich glaube, so 9 Uhr oder so. Und jetzt hatten wir einen ganz, ganz feinen Biss. Wir gehen davon aus, dass es diesmal kein Karpfen ist. Weil das war das erste Mal, dass wir jetzt keinen Vollrun hatten. Und auch von den Schlägen her fühlt es sich nicht nach Karpfen an. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, was ich da an Land ziehe. Auf jeden Fall kein Karpfen. Film das doch mal hier. Wow. Oh. Ja, ist Graser. Leute, ich glaube, wir haben... Ja, das ist ein Graser, Leute. Macht ein bisschen Terror hier. Hol den mal raus. Ja, geil, wir gucken uns den mal an, Leute. So, Leute, wenn ihr mal einen Karpfen, wie zum Beispiel so einen Graser wie diesen hier auf der Matte habt, und der nur Palaver macht, gebe ich euch den Tipp, krault ihn mal unterm Kinn, so wie ich jetzt hier. Die beruhigen sich dann häufig und ihr könnt ihn in Ruhe abhacken. Müsst ihr mal probieren, bei uns klappt es jetzt wirklich sehr, sehr gut und das entspannt die Karpfen wirklich sehr. So, Leute, diesen wunderschönen Graser hier werden wir jetzt releasen. Er geht mir auch schon gewaltig auf die Arme und ja, super toller Fisch, hat super viel Spaß gemacht, hat ganz vorsichtig gebissen und dann haben wir ihn doch noch gekriegt. Guckt euch den schönen Graser an, der wird jetzt wieder released. So, Leute, das große Jensi-Karpfen-Video ist jetzt an dieser Stelle zu Ende und ich möchte euch einmal fürs Zuschauen bedanken und toll, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Zum Abschluss möchte ich noch einmal ein ganz kurzes Fazit jetzt zu diesen Produkten geben, welche ich jetzt von Jensi gesponsert bekommen habe. Darunter gehören natürlich die Rute, die Ground Contact C1 in 3,60 m und 2,75 Lips und die System MX7000. Die Karpfenrolle mit der passenden Schnur natürlich drauf, die Boilies und natürlich die Kopfstirnlampe, die ihr jetzt auch in den einzelnen Szenen gesehen habt. Zur Rute sei gesagt, wir haben hier eine super leichte parabolische Rute, die wirklich super gut in der Hand liegt und auch wahnsinnig gut arbeitet. Auf der Rute hatte ich jetzt den Graser und es hat wirklich enorm viel Spaß gemacht. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr auf leichtes Gerät steht, was trotzdem ein gutes Rückgrat hat und eine parabolische Aktion, dann solltet ihr euch auf jeden Fall diese Route mal anschauen. Preislich liegt sie bei ca. 130 Euro, also ist im guten Preisrahmen, kann man auf jeden Fall machen. Des Weiteren zur Rolle sei gesagt, die Rolle ist für jeden Karpfenangler auf jeden Fall eine super Alternative auch, also den normalen Baitcaster-Rollen. Diese Rolle kostet
60 bis 80 Euro, soweit ich weiß, in den verschiedenen Größen. Und ihr habt da auch wirklich eine super Rolle, mit der ihr auch für alle Situationen etwas griffbereit da habt. Die Kopfstirnlampe, super, super tolles Produkt von Jensi. Daumen hoch dafür, das hat mir den Abend richtig versüßt. Einfach aus dem Grund, wir haben hier einen Bewegungssensor. Und dieser Bewegungssensor sorgt dafür, wenn ihr mal einen Drill habt oder ganz plötzlich mal an die Routen müsst, wischt ihr einmal kurz über die Lampe und das Licht ist an. Super, super praktisch und da haben die sich wirklich einen Kopf drüber gemacht, das merkt man. Sowas ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch mit Rotlichtfunktion, mit SOS-Funktion und das Ganze natürlich auch super, super hell, falls man mal sehr viel sehen möchte und auch bei den Aufnahmen war es sehr, sehr praktisch, dieses helle Licht dabei zu haben. Die Boilies haben auch super gefangen, auf den Boilies hatten wir jetzt einen Spiegler und den Graser und kann man nicht meckern, auf den anderen Spiegler hatten wir auch einen Pellet. Da kann man auch sagen, wirklich ein klasse Boilie, arbeitet gut unter Wasser, riecht gut und er schmeckt auch gut, also wir haben es schon probiert. Top, Daumen hoch und ihr solltet auf jeden Fall mal bei Jensi vorbeischauen, ein super tolles Team und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Markus Lübke und Philipp Jensen, die mir so super geholfen haben. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal hier bei DJ Fishing TV, vielleicht mit einem neuen Video von Jensi oder wieder was Privates, mal sehen.